Servus, die Madeln, und grüß euch, die Buben. Ja, Freunde, traumhaftes Wetter. Wir haben morgen einen Feiertag und ich bin wieder ausgerüstet für eine Übernachtung. Und dazu gehe ich wieder auf meinen Hausberg. Ja, ich brauche jetzt noch Holunderblüten, denn die will ich mir machen. Und die sammle ich am Weg. Also, gehen wir mal. Ja, da vorne haben wir einen Strauch mit Holunderblüten. Ja, da werde ich mir gleich einmal ein paar schöne mitnehmen. Ja, Freunde, den Weg hinauf kennt ihr schon. Den erspare ich euch und ich melde mich, wenn ich oben bin. Los geht's. Ja, Freunde, jetzt bin ich hier oben angekommen an der Feuerstelle. Und hier war auch schon wieder wer in der Zwischenzeit. Holz liegt da. Und jetzt schlagen wir mal das Lager auf und dann schauen wir weiter. Es ist im Augenblick schon 19.30 Uhr und dreiviertel Stunde habe ich es noch hell. Ja, mein Setup steht im Großen und Ganzen. Das Dach ist hier absichtlich schräg. Sollte es wirklich zu regnen beginnen, dann kann es hier ablaufen. Ja, was gibt es heute zu sagen? Es gibt eine neue Isomatte. Und zwar, das ist so eine 0815 um 35, 40 Euro. 6 cm hoch für den Sommer und 420 Gramm. Also werden wir mal testen, wie sich die macht. Ein bisschen Holz schneiden. Ja, noch etwas Patronen. Die großen sind auf alle Fälle schön trocken. Ja, es ist bereits 8:30 und es wird schon dunkel. Ich habe mir fürs Lagerfeuer schon alles hergerichtet. Holz ist da etwas gespalten. Ja, die Sonne ist schon untergegangen. Und es ist doch schon ziemlich duster geworden. Meine Holunderblüten sind da und die mache ich mir heute. Ja, ich wusste nicht, wie es hier herum ist. Aber es ist doch ziemlich nass. Aber jetzt machen wir die Holunderblüten doch lieber mit Spiritusbrenner. So, mal etwas vorheizen. Ein bisschen Öl habe ich schon drinnen. Leider wenig dabei, aber ja, was soll's. So, tauchen wir die einmal ein bisschen ein. Ja, die gehen relativ rasch. Ja, mein Käfchen ist schon soweit. Zumindest das Wasser. Und kommt noch der letzte drauf. Derweil. Ja, die werden mir sicher reichen. Die werde ich gar nicht alle runterbringen. Ah, macht ja nichts. Ja, Freunde, dann sage ich einmal wieder Prost an alle Krankensessel und an meine Gesunden. Ich wünsche euch was. Ja, und jetzt gehen wir es einmal an. Ja. Sehr gut. Mit dem Käfchen noch besser. Ja, und so schauen die aus. Und dann noch natürlich ein lecker Käfchen. Ja. Da kann man natürlich alles davon essen, außer der Stiel ist natürlich hart, aber die kleinen Äderchen kann man alles verputzen. Thank you.
Ja, das letzte Stück. Herrlich. Ein Brettchen ist leer. Absolut geil. Haben wirklich super geschmeckt. Ja, da es nun schon finster ist, werde ich dann schon langsam das Lagerfeuer entzünden. Hergerichtet habe ich alles. Und dann wird es ein bisschen gemütlicher von der Atmosphäre. Ja, jetzt brennt es natürlich sehr schön. Und das Ambiente ist natürlich gleich ganz was anderes. Herrlich. Und hier ein Blick auf die Feuerstelle von meinem Schlafplatz. Jetzt brennt es ordentlich. Macht Spaß. Das genieße ich jetzt natürlich. Ja, zur Gemütlichkeit. Die meisten trinken ein Bier oder sonstiges und ich was Ungesundes, bisschen Energy. Ja, trotzdem. Prost, Freunde. Ja, Freunde, ich genieße das natürlich voll. Wir haben jetzt im Augenblick kurz nach 22 Uhr. Ja, es ist noch angenehm von den Temperaturen. Wir haben zwar nicht mehr 17 Grad, aber ja, beim Feuerchen ist es schön warm. Es ist ganz leichter Wind aufgezogen. Aber alles im kleinen Bereich. Ja, Lagerfeuerchen lasse ich jetzt schon langsam runterbrennen. Lege ich nichts mehr nach. Ja, jetzt ist es bald vorbei. Nur mehr Glut da. Ja, am Feuerchen ist es doch warm. Ja, jetzt habe ich nur mehr Glut. Und ich denke, die ist in einer 20 Minuten aus. Ja, ich gehe da jetzt lieber auf Nummer sicher, denn es kommt ein bisschen Wind auf. Und das gefällt mir gar nicht. Und lieber ein bisschen die feuchte Asche drauf. Ja, das schaut auf alle Fälle besser aus. Das ist schon fast aus. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles aus. Ich habe jetzt noch 10 Minuten gewartet. Also da steigt kein Rauch mehr auf. Ab in die Falle. Ja, ich denke, jetzt wird es einmal gemütlich. Jetzt platziere ich mich hierher und schmeiße mich mal in den Schlafsack. Ja, Freunde, ich liege jetzt in meiner Koje. Gemütlich, bin gespannt, wie sich meine Isomatte macht. Im Augenblick liege ich recht komfortabel. Schauen wir mal, wie sie ist. Ja, und in dem Sinn kann ich euch noch einmal eine angenehme Nachtruhe wünschen, die ich natürlich auch hoffentlich habe. Und wir sehen uns dann wieder morgen in der Früh. In dem Sinn. Gute Nacht, Freunde.
Ja, schönen guten Morgen. Es ist hell. Ja, 5.30 Uhr. Sonne dürfte da hinten schon aufgehen. Etwas windig. Ja, die Nacht war halbwegs gut. Ich war aber trotzdem des Öfteren munter. Ja, um 4 Uhr bin ich dann einmal für die kleinen Jungs gegangen und nach vorne zur Aussicht. Und da habe ich einmal mit dem Handy herunter fotografiert. Ich hoffe, die Bilder sind was geworden. Dann stelle ich es euch jetzt ein. Naja, auf alle Fälle stehen wir jetzt einmal auf. So, machen wir mal Wasser heiß fürs Käfchen. Ja, dann gibt es heute ein paar Speckwürfel statt ein Frühstücksspeck. Ist ja eigentlich dasselbe. Und dazu wieder mal zwei Eier. Und dann kann der Tag beginnen. Ja, Wind ist doch sehr stark im Augenblick, aber ja, macht nichts. Wird schon werden. Ja, Freunde, und jetzt gibt's einmal Frühstück. Schönen guten Morgen an alle. Herrlich. Ja. Ja, so lässt sich's leben, man genießt. Wieder alles abgebaut, Plätzchen ist sauber. Das Gas stellt sich wieder auf. War wieder eine schöne Übernachtung, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und jetzt gehen wir jetzt schön langsam wieder nach Hause. Ja, perfekt, und in dem Sinn gehen wir. Ja, wird wieder wärmer und ich bin jetzt am Weg nach unten. Ja, wie gesagt, den Weg kennt ihr und ich melde mich, wenn ich unten bin. Ja, Freunde, jetzt sind wir beim Auto wieder angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch etwas gefallen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Mauern und ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.